So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lutz Blitzkarum Legendary Edition. Und wir sind wieder im Kampf. Letzte Folge ist ja abgestürzt. Aber wir haben dieses Mega-Ding von ihm bekommen. Aua. Was wir jetzt wahrscheinlich wieder bekommen. Ja. Runenstreit-Axt. Okay, du bist ein Bogenschütze, du kannst mich... Nein. So, niemals. Okay. Perfekt, das haben wir. Okay. Puh. Aber das ist hier schon... Es ist vielleicht nicht besonders schwer, aber es ist... gruselig hier, weil du das Gefühl hast, es wäre immer irgendwo was. Und dieser, ja, permanente Druck, der auf dich lastet wegen des Arkanistenfiebers, das ist auch noch mal scheiße. Oh, fuck, und hier ist die Burg. Das ist der Ort, die Festung Nebelwacht. Oh. Ist das hier noch Flüsterwald? Wer wartet hier auf uns? Wer ist das? Wer seid ihr? Ein spektraler... Oha. Oha. Oh fuck, der ist stark. Oh oh. Ja, scheiße, das werde ich nicht überleben. Ja, nee, das werde ich nicht überleben. Gehe ich mit dem Bogen zuerst rein. Ja. Nehme ich vielleicht andere Pfeile zunächst, oder? Okay. Scheiße. Oh oh. Waffe wechseln. Okay, und drauf. Ich glaube, er macht mir zuerst mehr Schaden, aber... Was ist denn mit dir los? Alter, was? Wow. Das hier und... Ja. Ich weiß doch. So, drauf. Puh. Ektoplasma. Probe des Apothekarios, ein Silberschwert. Nehme ich alles. Oh, da sind noch mehr. Und drauf. Puh. Eieiei. Dann kann ich direkt mit dem Hammer drauf, ne? Ich mache ja mehr Einzelschläge eigentlich. Achso, das ist das gewesen. Ah ja, okay. Heile ich mich mal.
Oh. Frage ist, ist das ein Gegner, weil der mich nicht angreift? Oder habe ich so eine Aura auf die? Nein, 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 er greift mich an, er greift mich an. Okay. So viel dazu. Okay, Gott. Okay, das war, der ist weg. Und jetzt du. So, abgewehrt, abgewehrt. Okay. Das habe ich. Puh. So. Ich dachte, die wären freundlich. Eine Brezel. Magiegift, Schockschutztrank, okay. Ruhen. Okay. Also es ist anscheinend echt nur so, so wie es aussieht, dass diese ranzigen Tränke die gesunden, die das Arcanisten-Fieber verschlechtern. Ich brauche es das nächste Mal, wenn wir wieder in Ark sind, einmal Ambrosia. Oh ja. So, ich denke, hier ist auch nichts mehr. Sieht zumindest nicht so aus. Man lacht. Ich habe keine Axt. Oh, es ist Tag. Hä? Lag das an der Gegend? Oder wohin? Zumindest scheint sich hier das nicht zu verschlechtern. Mal gucken, was uns hier erwartet. In der Festung Nebelwacht. Puh. Oha. Es funktioniert doch eh nicht. Das Schleichlevel ist einfach zu schlecht und alles so. Ja, okay. Und das war's. Oh. Oh. Okay, und jetzt drauf. Diese spektralen Apothekarii sind stark. Das ist immer wieder unfassbar. So viel. Ist mal das hier und ander Pelz. So. Noch ein Kohl. Okay, ich brauche noch mehr. Okay, noch ein bisschen mehr. Ich muss mich voll machen. Auch das war's.
Niemals. So. So. Hä? So. Puh. Aber an sich ist es nicht so schwer hier. Okay, hier muss ich hin, das... Das mache ich gleich. Wenn da schon so komische Musik ist, dann gehe ich da erst gleich hin. Ich werde auch gucken, was hier noch ist. Oh mein Gott, 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 was? Ich werde sterben, ich werde sowas von sterben. Toll. Das hat mir vielleicht das Leben gerettet, dieses Level Up gerade. Aber damit kann ich doch nicht immer also arbeiten. So. Er greift nicht an, das ist zumindest etwas. Was hatte der denn? Runenstreitkolben. Ach ja, okay. Aua. Ektoplasma. Okay, so kann ich das wieder ein bisschen ausnutzen. Gesundheit regenerieren. Bis die hochkommen. So verliere ich nämlich nichts. Und jetzt. Drauf, drauf, drauf. So, okay, okay, go, 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 go. Es wirkt immer so, als wären die friedlich. Halt. Bis zu dem Moment, wo sie es nicht mehr sind. Oh Gott, ich bin zu schwer. Fallen lassen. Jagdlangbogen kann ich auch fallen lassen. Kann ich tatsächlich auch fallen lassen, obwohl es mich lange begleitet hat. Okay. Und drauf. Das hat sich außer Wallung gebracht, hä? So. Geht doch schon. Mittlerweile. Feuersalze, ein Goldbarren. Morgenlufttrank. Das ist eigentlich auch sowas Gutes, dass ich halt irgendwann Tränke machen kann. Deswegen muss ich irgendwann Alchemie auch mal skillen. Wo ich nämlich nicht an Arkanistenfieber gewinne. Das ist ein so großer Raum. So großes Haus. Oh oh. Oh fuck! Ganz schlecht. Ich werde sterben. Habe ich das schon mal gesagt? Uiuiui. Hier ist eh nix. Okay, ich guck mal gerade. Seltsames Fieber. Wundbrand Ataxia.
So. Ich gehe mal gerade kurz meditieren. Mit den Punkten, die ich wieder habe. Ich glaube, zwei habe ich, oder? Ja. So. Hier bin ich, das habe ich freigeschaltet, also schon mal Wut getrieben. Okay, Adlerstoß. Das war der im Sprint. Okay. Zehn Prozent. Okay, was ist das? Reduzierter Ausdauerverbrauch. Okay. Doppelt den Rückschuss-Eintreffer ist wählen, ja. Okay. Das sind halt alles schon echt gute Dinger, ne? Ich glaube, ich mache das mit dem Sprint. Dieses Rückwärtslaufding ist, glaube ich, nicht so das, was ich brauche. Also das ist muss halt einfach. Also ich habe keinen mehr, ne? Okay. Ne, das war ja nur das hier. Ja, hier ist nämlich das Schleichen, genau. Taschendiebstahl fällt leichter. Unsichtbarkeit, das ist natürlich auch mega gut. Der ist natürlich auch gut, der Versteckenteil. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier hin. So. Schaden. Ach so, aber der auch der Schaden, den ich nehme. So. Wie gut bin ich eigentlich im Schleichen? 16, das ist meine schlechteste Skill mit Rhetorik. Muss ich eigentlich mal besser lernen, ne? Was brauche ich denn dafür? Handwerk, ne? Hm. Okay. So, und jetzt drauf. Hab ich. Und drauf mit dir. Oh, fuck. Oh, scheiße. Was? Fuck, 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 fuck. Leute, ich regeneriere. Hä? Was war das denn? Wenn nur der Bogenschütze kommt, das wäre natürlich ideal für mich. Okay, jetzt mache ich das. So. Und los, 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 los. Okay. Scheinbar scheint das so geklappt zu haben.
Hier wird es halt schwierig. Ich habe 15, 16. 16 habe ich in Schleichen. Das ist nix, ne? Ich werde immer erkannt. Oha. Drei Stück sind da! Oh, ja. Niemals schaffe ich das. Wie soll ich das denn schaffen? Puh, ne. Wie soll ich das schaffen? Alter, nein, niemals. Ne. Wie? Eieiei. Ich könnte versuchen zu pullen. Was ist hier? Oh, hi. Oh, da ist ja noch einer. Eieiei. So. Wo werde ich denn noch am Kämpfen? Bin ich denn noch am Kämpfen? Ach, da. Okay. Da. Okay. Gut. Habe ich. Gifte. Münzen. Wieder diese komische Musik. Was bist du? Ach, ein Verlorener. Nur, sage ich mal. Okay. So, drauf! So, das gibt ja mal einen kritischen, das ist halt echt gut. Runden Kriegshammer. Ich hab den Schlüssel? Ah ja, ich hab ja den Schlüssel. Eieiei. Da werden so viele Spektrale wieder sein. Und so viele Pflanzen. Aha. Pilzgruben. Was ist das? Ist nichts anscheinend. Also hier ist mega das Pilzlabor. Ich will, dass das Licht ausgeht. Ich im Dunkeln sein kann. Verschmolzen mit der Nacht. Kann ich das nicht ausmachen? Scheiße. Was ist das? Forschungsberichte. Die bis dato auf Enderal unbekannte. Wie viele Seiten hat das? Okay, das geht. Das ist nicht so viel. Wir haben es zwar überlänger, aber das ist 5 Minuten durchgelesen.
Die bis dato auf Enderal unbekannte Pilzart vermehrte sich in den Kübeln des Labors der Festung Nebelwacht erstaunlich rasant. Der Händler hatte schon Bedenken, ob die Sporen die Lager lange Lagerzeit überhaupt überstehen. Daher wohl auch der günstige Preis. Nun habe ich eine erste Kolonie in einer von Felsen geschützten Ecke im umliegenden Wald angepflanzt, um den Wachstumszyklus in freier Natur zu untersuchen. Daher zum eigentlichen Forschungsbericht. Fredas, 16. des Aufbruchs 8156 nach Äußerlich betrachtet lassen sich die Pilze in einem rötlich bis violetten und einem bläulich bis türkisen Typus unterscheiden, weil es sich um männliche und weibliche Ausbringung handelt. Ein dünner Stiel trägt den Fruchtkörper, welcher je nachdem wie viele Nährstoffe im umliegenden Bogen vorhanden sind, flach ausgebreitet oder konisch zulaufend ist. Im späteren Stadium verholzt der Stiel, um das steigende Gewicht der Fruchtkörper zu tragen. Der weibliche Pilzling mit blau-türkiser Färbung kann in der Höchstphase seines Wachstums weitaus größer werden als ein Troll. Es ist erstaunlich, dass die eher dünnen Stängel derart robust sind, wie Bambus. Aus der mit Lamellen besetzten Unterseite des Fruchtkörpers sprießen in der erwachsenen Form längliche Fäden heraus, welche die Pilzsporen in sich tragen. Diese rieseln bei Reife auf die meist umliegenden kleineren männlichen Pilze, die ebenfalls Sporen aussondern. Aus dieser Kombination entsteht wiederum ein neuer Mutterpilz. Es ist anzunehmen, dass der Wind oder unherstreuende Tiere dazu beitragen werden, dass weibliche und männliche Sporen in einem weiten Umkreis verstreut werden, weshalb sich neue Kolonien der Wildnis rasch ausbreiten könnten. Darauf muss ich weiterhin achten, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern. Augenscheinlich befindet sich der größte Teil der Pilzmasse an der Oberfläche, doch der Eindruck trügt. Ein wurzelartiges Geflecht durchzieht den Boden, eigentlich handelt es sich dabei um den wirklichen Pilz, denn die Auswüchse, welche die Erde durchstoßen, empor wachsen, dienen nur der Fortpflanzung. Das hellschimmernde Wurzelgeflecht scheint so gut wie alles Lebendige zu verdauen, seien es Tiere, Pflanzen oder andere Pilze. Mornas, 20. des Aufbruchs 8165 Nacht. Bei meinem letzten Rundgang um meinen in freier Umgebung angelegten Plantage konnte ich sogar feststellen, dass ein umliegender Baum von den Pilzen befallen wurde. Parasitäre, violett leuchtende Adern wandern von den Wurzeln über die Rinde bis ins Geäst. Es ist wirklich unheimlich, wie weit die Pilzwurzeln unterirdisch gewachsen sein müssen. Ich werde in wenigen Tagen zurückkehren, um zu schauen, wie die verschiedenen Gifte, mit denen ich den umliegenden Nährboden der Pilze beträufelt habe, gewirkt haben, um anschließend von der Plage zu berichten. Mit dem wirkungsstärksten Gift werde ich die verbliebenen Pilze mit Leichtigkeit vernichten können. Unsere Auftraggeberin, die Edeldame aus dem Hause Dalminas, wird beeindruckt sein, wenn ich als fähigster und mutigster Apothekari diese seltsamen Pilze erfolgreich bekämpft habe. Turdas, 23. des Aufbruchs, 8165 Nacht. Es ist unvorstellbar. Die potentesten Gifte, die im Labor der Nebelwacht Wirkung gezeigt hatten, scheinen im Freien keinerlei Wirkung zu entfalten. Im Gegenteil, meine angelegte, versteckte Pilzplantage ist nun nicht mehr versteckt, sondern schon vom Wegesrand sichtbar. Es wurden auch weitere Bäume befallen. Ich tölpel muss schleunigst weiter forschen, bevor meine Auftraggeberin und die restlichen Apothekarii bei mir meinem Schaffen auf die Schliche kommen. Sonders 26. des Aufbruchs. Wem mache ich etwas vor? Es ist vergebens. Meine Überheblichkeit kostet mir und meinen Nachkommen alles. Die Pilze haben sich zu einer nicht bekämpfbaren Plage entwickelt. Zwar wurde mein Experiment noch nicht mit dem Ausbruch in Verbindung gebracht, doch ich verliere alles, was mir wichtig ist. Mein Sohn wird hier nicht in meine Fußstapfen treten können. Ich werde mit ihm fliehen, damit er nicht in Zukunft die Schuld für mein Versagen wird tragen müssen. Ebenso verliere ich meine Gesundheit. Mein Körper zerfällt. Zu lange habe ich die Sporen dieser grässlichen Pilze eingeatmet. Virenia Dalminas, meine große Liebe, ich werde dir nie wieder in die Augen schauen können. Um dich zu beeindrucken, schuf ich dieses Unheil, weil ich dachte, ich könnte es bändigen. Weil ich dachte, ich könnte ein Held sein. Doch ich habe mich getäuscht. Die Pilze sind weitaus mächtiger, als ich für möglich gehalten hätte. Sehe ich dringend das Erdreich, verpesten das Wasser und verschmutzen die Luft. Sogar das Wetter scheint sich ihnen zu beugen. Und schützt sie mit einer dicken Wolkenschicht gegen die Sonne. Welche meine letzte Hoffnung war, um die Pilze auszutrocknen. Es tut mir leid, dass wir fliehen müssen. Mein Sohn. Es tut mir leid, Firenia, dass meine Liebe zu dir mich hat blind werden lassen. Blind für mein Versagen. Es tut mir leid für jedes Lebewesen, welches dem verseuchten Teil des Waldes zum Opfer fällt und fallen wird. Es tut mir so unendlich leid. Ja, diese Pilze hier mit diesen Sporen. Okay, da sind noch Bücher, die kann ich aber nicht nehmen. Die haben wir, das haben wir nämlich, glaube ich, gesehen, diese Kolonie draußen. Kann das sein? Proben und Bericht zu... Was?
In den alten Nebelfach fand ich mehrere Hinweise, die Balhessels Befürchtung stützen. Die Apothekari, tatsächlich sogar kein geringer als Balhessels Großvater, haben die Plage zu verantworten. Selbst nur ein mittelmäßiger Alchemist wollte er die Gunst seiner Auftraggeberin erwerben, indem er in kontrolliertem Maße eine Plage freisetzte, nur um sie dann mit dem Heilmittel gleich wieder einzudämmen. Das Heilmittel funktionierte jedoch nicht, wie er hoffte, und machte den Flüsterwald zu dem, was er nun ist. Diese Pilze haben wir nämlich draußen gesehen. Also ich werde sie nicht in die Unterstadt bringen, sondern sie der Gefahr wegen, ja, den Apothekarii bringen. Weil ich will... Oh mein heiliger Maria! Hua! Wie soll ich das jetzt schaffen? Oh mein Gott! Ich muss weg. Ich bin weg. Ich flüchte. Ich flüchte einfach ganz schnell. Puh, zum Glück habe ich den Schlüssel. Sonst wäre ich tot. Ich meine, ich habe... In welchem Spiel ist das? Wo ich immer so komisch flüchte. Ich weiß jetzt gar nicht, in irgendeinem Spiel flüchte ich immer so ganz komisch. Okay, jetzt kommt mir mal keiner. So. Also, wir haben herausgefunden, wieso der Flüsterwald das ist, was er jetzt ist. Das ist eigentlich schon krass, dass wir es in so einer kleinen Forschung herausfinden und dann in so einer Nebenmission. In der Unterstadt würden sie wahrscheinlich damit nur irgendeinen Scheiß machen. Drogen produzieren, man weiß es nicht. Weil ich denke, dass ich das Richtige mache, wenn ich sie zu den Apothekarii bringe. Muss ich die beides dahin bringen? Im Sonnentempel abgeben. Ach so. So, ich muss mal nach hier oben gerade was abgeben. Das machen wir noch in die Folge rein. Überlänge, passt. Obwohl, nee, das machen wir doch nicht in dieser Folge. Nein, ich werde gleich die Folge beenden. Muss ja ein bisschen Cliffhanger sein. Denn ich meine, wenn ihr sehen wollt... Was in der nächsten Folge passiert? Ja, ich würde dann sagen, wenn ihr sehen wollt, wie das mit der Plage ausgeht, bis zur nächsten Folge und tschüss.